So, meine Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. Heute stellen wir den Kanal Death Energy TV vor. Feel the Energy. Ich lese mal seine Beschreibung vor. Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Death Energy. Euch erwarten Let's Plays und allgemeine News sowie sonstiges, was sich um Death Energy dreht. Laufende Projekte Battlefield 3, Formel 1 2012, Sniper Elite V2, Tutorials about Death Energy. Death Energy ist ein Multigaming-Clan, der seine Wurzeln im Jahr 2009 hat. 2012 entschlossen sich die Former Jason Jacobs M und Patrick, wie auch immer, Portex 42, den Clan wieder auf eine professionelle Ebene zu bringen. Death Energy entschloss sich nicht nur zu zocken, sondern ebenfalls Let's Plays auf YouTube hochzuladen. Hier seine Seite, ihre Seite sind ja zwei: Equipment, Hardware, Speedlink, Triton, Stereo Headset, Rokame, Magix, Video Deluxe 17, Photoshop, Fraps, Aufnahme, Ava, Media, Game Capture HD, Konsole, Xbox 360, Design, Banner Design, Thumbnails bei Protex. Bei Fragen und Kritik schreibt mir eine E-Mail über Kommentare oder ein Abo, würde ich mich natürlich sehr freuen. Ausführliche Beschreibung, alles drin, was das jetzt begehrt. Hier euch erwarten Let's Plays vielleicht reinmachen und nicht euch erwarten Let's Play. Kleiner Fehler, aber kein Ding. Ja. Sein Design glotzen wir mal eben an. Das finde ich richtig nice. Das finde ich wirklich richtig nice. Leute, hier alles so schön gemacht. Hier, ich finde es einfach geil. Das ist wirklich gut. Hier die Links, alles ist, glaube ich, nicht Partner und kann er das verlinken. Das geht, glaube ich, noch nicht. Aber ich denke mal, dass er auch das neue Design hat und da so einen richtig geilen Banner drin hat, weil der macht übelst geile Banner. Der hat mir auch mal einen gemacht. Richtig geil. Ich denke mal, dass er das neue Design schon drin hat. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, das Design hier ist geil und der Banner, gehe ich mal davon aus, dass er auch geil ist, weil Protex kann das einfach. Und ja, die beiden, ich habe vorhin auf den Einzahl gesprochen, die beiden machen das wirklich extrem gut. Sie kommentieren wunderbar, laden in 1080p hoch. Bildqualität, ja, wunderbar. Soundqualität, nice, man versteht sie gut. Perfekt mit dem Ingame-Sound verbunden. Vor 3 Tagen, also die Regelmäßigkeit, wie sie hochladen, vor 3 Tagen, vor einer Woche, vor einer Woche, vor einer Woche, vor 2 Wochen, vor 2 Wochen, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, vor 3 Wochen. Also ich schätze mal so. 3 Videos in der Woche, das ist jetzt nicht ganz so viel, wie es sein könnte. Ich meine ja meistens wenigstens ein Video am Tag, aber wenn es zeitlich nicht so hinhaut, dann ist, ja. Ist aber auch, ein Video am Tag ist manchmal übertrieben, wie man es nimmt. Ich persönlich mache ein Video am Tag, aber ich finde, die laden oft genug hoch, denn die Qualität ist es wirklich saugut. Auch die Thumbnails finde ich wunderbar, auch den Avatar, wirklich alles Hammer. Und sie sind seit, was weiß ich, wie lange die da sind, steht hier nicht. Sie sind schon nicht, also sie haben schon ein paar Kanäle gehabt, hier Portex und Jacobs. Und es ist der gemeinsame Kanal, der neue, der ist seit 2 Monaten vorhanden, schätze ich mal, und hat 38 Abonnenten und 330 Videoaufrufe. Ja, zurück zu der Regelmäßigkeit, darauf habe ich noch nicht so richtig ausgesprochen. Ich rede schon wieder so schnell. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, 3 Videos in der Woche. Ist okay, vielleicht haut's hin, dass ihr mehr hochladet, so vielleicht eins am Tag, aber ja, reicht's, wenn die Zeit zu knapp ist, wäre mein Vorschlag, sonst am Wochenende aufnehmen, die dann auch gleich hochladen und in der Woche mal freischalten, geplant stellen oder was auch immer, aber meiner Meinung nach reicht das auch schon, ist halt nur ein Vorschlag. Und jetzt habe ich schon wieder lange um den heißen Brei geredet, wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Gut, die Playlists sind hier alle perfekt, alles in Playlist eingeteilt. Und ja. Und hier auch alles Wichtige verlinkt, wunderbar. Ja, zieht sie euch rein, Portex und J-Course, abonniert sie, kommentiert sie, favorisiert sie, schaut sie euch an, habe ich schon gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal, falls ihr noch Interesse habt, vorgestellt werden möchte, dann schreibt mir eine persönliche Nachricht. Und ja, ciao. Ich kann sie nur weiterempfehlen, Death Energy TV.